Heute wird mal wieder mein guter alter Freund der Wok ausgepackt und damit kochen wir bei Edeka das legendäre Chop Suey mit unterschiedlichen Gemüsesorten, leckerer Maishähnchenbrust und einer super würzigen Soße. Chop Suey kennt bestimmt jeder von euch. Das Tolle an dem Gericht ist, es geht super schnell und ihr seid sehr flexibel in der Auswahl der Zutaten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Karotte, Senfkohl, den sogenannten Pak Choi, Schalotten, Shiitake-Pilze und Mungbohnensprossen. Und das Gemüse bereiten wir jetzt erstmal vor. Karotten und Schalotten schälen wir und dann schneiden wir das ganze Gemüse in feine Streifen. Das Gemüse ist geschnitten und jetzt kümmern wir uns um die Poladenbrust. Das ist hier eine Maispoladenbrust. Das heißt, ein junges Hühnchen, was mit Mais gefüttert ist. Man sieht auch von der Farbe her, das ist so richtig schön goldig und die Qualität des Fleisches ist halt toll. So, die schneiden wir jetzt in feine Streifen. Chop Suey ist eigentlich gar kein traditionell chinesisches Gericht, sondern kommt aus den USA von chinesischen Einwanderern. Was Chop Suey ausmacht, ist wirklich die Kombination aus diesem knackigen, frischen Gemüse, was nur kurz angewokt wird, dann in dem Fall das Hühnchenfleisch, das in der Soße richtig schön Glanz bekommt. Und die Soße, die machen wir jetzt. Für die Marinade vom Fleisch nehmen wir jetzt die Hälfte der Sojasauce, also ca. 50 Milliliter, und mischen die mit Speisestärke. Die Speisestärke verleiht der Soße dann die Bindung und gibt gleichzeitig Glanz. Speisestärke immer in kalte Flüssigkeit einrühren, dadurch verbindet sie sich besser und klumpt nicht. Die Maispoladenstreifen dazu. Wunderschön, gefällt mir diese Farbe, dieser Glanz. Das Fleisch könnt ihr jetzt gerne mal so 20-30 Minuten stehen lassen, damit die Marinade richtig gut einzieht. Und in der Zeit kümmern wir uns um die Soße für Chop Suey. Und zwar habe ich hier Reisessig, Sojasauce und etwas Austernsoße. Und die mischen wir uns. Jetzt kommt die restliche Sojasauce dazu. Dann haben wir hier die Austernsoße und Reisessig. Da geben wir jetzt so 10 Milliliter dazu. Das ist für mich eine richtig ausgewogene Soße. Die hat das Salz von der Sojasauce, umami-reich durch die Austernsoße und der Säurekick kommt vom Reisessig. Jetzt können wir uns um den Reis kümmern. Da gibt es bei mir heute Basmati-Reis. Und wenn ihr wissen wollt, wie das genau geht, habe ich hier das Video vom Easy verlinkt. Der hat das nämlich in einem tollen How-To gemacht. Als erstes blanchieren wir die etwas knackigeren Gemüsesorten im Hühnerfond. Und danach kümmern wir uns um die anderen Gemüsesorten. Als nächstes kommen die Stiele vom Pak Choi dazu. Und gleich danach die Mungbohnensprossen. So, einmal kurz durchgeschwenkt und dann kommen sie direkt wieder raus. Nur blanchieren. So, den Hühnerfond, den stellen wir uns jetzt beiseite. Den brauchen wir nachher noch für die Soße. Den Wok lassen wir richtig gut heiß werden und dann kommt ein Spritzer Erdnussöl dazu. Und daran braten wir jetzt die Shiitake und die Schalotten an. Das Ganze braten wir an, bis das Gold braun ist und kommt dann wieder raus zum anderen Gemüse und dann kümmern wir uns ums Fleisch. Man kümmert sich quasi um jede einzelne Zutat im Besonderen. Das heißt, wir wissen, der hat genau den Garpunkt, den er braucht. Die Röstaromen von den Pilzen sind perfekt mit den Schalotten. Und dadurch kriegen wir das Ergebnis, dieses vielfältige Geschmackserlebnis hin. Und wenn wir später alles zusammenfügen, dann wissen wir, es hat sich gelohnt. Jetzt wieder einen kleinen Tropfen Erdnussöl rein. Dann kommt unsere marinierte Maishähnchenbrust. Jetzt kommt das Gemüse wieder dazu. Ja, Pak Choi-Grün dazu. Das Ganze durchschwenken. So, jetzt kommt die Soße dazu. Ganz kleiner Schuss von der Hühnerbrühe. Gemüse sollte noch knackig sein, das Hühnchen natürlich gar. Sieht hervorragend aus und duftet wunderbar. Dann geht's gleich ans Probieren. Es ist angerichtet Chop Suey nach Kef-Art. Muss probiert werden. Das ist jetzt meine Variante vom Chop Suey. Ihr könnt natürlich auch gerne noch Frühlingszwiebeln oben drauf geben oder wenn ihr schärfer mögt, ein bisschen Chiliöl. Und wenn ihr Bruder und Schwester von diesem Gericht kennenlernen wollt, dann habe ich euch hier meinen Chicken Teriyaki verlinkt und hier meinen Kung Pao Chicken. Viel Spaß beim Nachkochen, euer Kev.